Gegen 3 Uhr heute Nacht befuhren zwei junge Frauen im Oberbergischen den Autobahnzubringer in Derschlag. In einer scharfen Kurve, erlaubt sind hier 40 km/h, verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über das Auto. Sie fuhr geradeaus, die Böschung hoch, flog ca. 15 Meter durch die Luft, bis das Fahrzeug gegen zwei Bäume prallte und krachte dann aus ungefähr 10 Metern Höhe auf den Boden. Die Feuerwehr musste beide Insassinnen aus dem Wrack befreien. Der Rettungsdienst versorgte die Frauen schon, während sie noch im Fahrzeug eingeschlossen waren. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Zubringer musste für die Dauer der Rettung voll gesperrt werden. Im Laufe des Tages wird erneut eine Vollsperrung der Strecke erfolgen. Ein Spezialunternehmen wird dann den Wagen aus dem Wald bergen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.